Vloglife geht weiter. Ich, wie man sehen kann, hier im Hintergrund, bin in 6 Helden. Ich treffe mich hier heute mit Robin Richter von der Allianz. Wir wollen ein paar Sachen aufnehmen für Social Media, damit ihr auch alle wisst, was Phase ist, was Versicherungskram angeht und damit ihr euch auch alle richtig versichert für euren Sport, für den besten Sport der Welt, Motocross. Robin ist auch dabei. Sehr heiß. Sehr heiß, ja, neue Kombo, gell? Schöne neue FXR-Kombo. Da. Ja, sowieso. Genau. Und hier dein Feuerstuhl. Geh los. Lob an den Club in 6 Helden, die Strecke ist auf jeden Fall nice und ja, trotz des Regens hat es echt ganz geile Verhältnisse, deswegen drehe ich wahrscheinlich noch ein paar Runden, auch wenn ich jetzt eigentlich nur hergekommen bin für die Allianz-Geschichte mit dem Robin, bis wir da ein paar coole Content-Sachen aufnehmen. Ja, kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, deswegen. Ja, Lukas sitzt mir gegenüber. Ratet mal, was wieder Zeit ist. Es ist Zeit für einen Podcast aufnehmen. Und hast du Parkinson? Ja, ich müsste eigentlich noch mal zeigen hier. Ein echter Crosser nimmt nämlich auf im Fahrerhemd. Ja, ich schlafe nämlich auch in meinem Fahrerhemd. Das wollte ich nur mal erwähnen. Das ist das gemütlichste Hemd, was man überhaupt anziehen kann zum Schlafen. Es ist super ventiliert und vielen Dank an meinen Klamottensponsor FDA. Okay, tschüss, wir nehmen jetzt auf. Kuss und Gruß. So, wo sind wir heute? Ich bin heute Morgen hierher gefahren nach Bad Salzungen. Ja, wollten ja hier ein bisschen was ausprobieren, testen, auch mit dem Team. Kleinigkeiten. Ja, ich gehe jetzt gerade mal hier auf die Strecke. Das zeige ich euch gleich. Ist ein bisschen feucht nach oben drauf. Aber ein bisschen kaputt vom Wochenende ist schon mal gut. Und die Strecke wurde, glaube ich, verlängert und umgebaut. Deswegen schauen wir mal, wie sich da der Dreck fahren lässt. Die Sektion hier ist neu in Salzungen. Ja, einfach noch eine Schleife drangehangen, aber. Ist die Rundenzeit wenigstens noch mal ein bisschen länger. Hallo Nico. Hey Groli. Was geht, Junge? Das ist schick. Bei dir? 2, 3. Heute schon gecrossed? Nee. Ist noch von gestern. Ist noch von gestern, ja. Aber die anderen Stiefel sind auch alle nass, deswegen müsste ich jetzt heute mal die Dreckigen ausführen. Wie viele Burpees gibt das, Nico? Keine. Also ich würde sagen, also dreckige Stiefel sind immer 20. Und die sind schon sehr dreckig. Da müsste ich mich auch nicht ausladen. Ich mein Sport ja gemacht heute.
Strecke ist Bombe. Also echt gut zum Testen heute. Bike liegt soweit, alles ganz gut. Ja, wir haben jetzt nochmal ein bisschen mit der Zündung und mit der Zündbox so ein bisschen ein paar Sachen ausprobiert und ja, einfach solche Geschichten heute ein bisschen angehen, immer mal dazwischen ein paar Sprintrunden einbauen. Das ist sowieso gut für mich, für den Speed und für ja, Quali etc. Ne? Deswegen, ja, sonst bin ich eigentlich ganz happy mit dem Bike. Wie gesagt, Strecke ist gut und jetzt machen wir noch einen Turn. Wie gesagt, bauen da noch ein bisschen, tun da noch ein bisschen weiter tüfteln und ich denke mal morgen dann eher ein paar Starts noch, um vielleicht ein bisschen was Längeres, aber ja, bis jetzt auf jeden Fall sehr gut. Warum? Die Leute wollen nur Crossen sehen und nackte Weiber. Das mit dem Crossen hast du recht. In den anderen Teil müssen wir uns noch kümmern. Ja, sag es, komm. Sag das nochmal. Dass ich Ehrenmitglied im Gremienverein bin. Tim Bro. Im goldenen Buch steht. Nur ich und Schiffer. Markus, mein Bester. Ist es der Markus? Nein, ich bin der definitiv nicht. Jungs sind alle gut gelaunt auf jeden Fall. Ja, sind alle gut am Fahren. Und
Ja, ich bin im Prinzip durch für heute. Ich mache jetzt noch ein paar Achten auf der Startgeraden. Die Jungs machen noch eine Sektion, dann machen wir noch ein paar Starts und dann ist gut. Ich habe so viele Sprintrunden dieses Wochenende oder diese Woche gemacht. Also ich bin da richtig happy, was das angeht. Heute auch wieder beim Testen immer mal 4-5 Runden richtig alles, was geht. Deswegen, ja, guter Tag. Danach noch die Bikes waschen und dann geht's heim. So, wir machen mal Trekwalk. Wir sind angekommen hier. Abnahme habe ich schon gemacht. Strecke kenne ich im Prinzip auch. Also einfach einmal drüber, damit wir morgen im ersten Training auch wissen, wo lang. Und ja, dann fahre ich mir gleich noch was in die Figur und dann gibt es morgen Racing.
ja, im Endeffekt jetzt Platz 7 in der Quali gemacht. Habe ich im freien Training so ein bisschen eingefahren, dann nochmal in die Box gekommen, ein paar Sachen justiert am Bike, einen Durchhang und so. Und ja, dann raus und habe meine schnellen Runden durchgezogen. Ja, war jetzt noch nicht so Bombe. Habe auf jeden Fall ein gutes Stück nach vorne, was mir natürlich nicht schmeckt, aber ja, jetzt im Rennen einfach gut starten und dann die Pace mitgehen und dann wird das. Leute, ich habe beim ganzen Racing fast mein Fazit nach dem ersten Moto hier vergessen. Ja, bin gut rausgestartet, war nach der ersten Kurve auf 5. Hinter Max, Stapel, Tom und Dennis. Und ja, habe mich dann erstmal da einsortiert. Danach so 4-5 Runden bin ich an Stapel vorbei auf 4. Und habe mich da jetzt gehalten, ganzen ersten Lauf, bin Vierter geworden. Bin ich nicht unhappy damit. Gibt sicherlich noch vom Fahrerischen her und einfach von der Sauberkeit meines Fahrens noch ein bisschen was zu optimieren. Und ja, nochmal, zweiter Lauf, geht gleich los. Haben echt strammen Zeitplan hier, knappe Stunde zwischen zwei Läufe. Deswegen, ja, gerade ein bisschen sammeln und dann geht's wieder weiter. Second Moto. Thank you.
So Leute, leider keine Hinterradbremse im zweiten Lauf. Ich glaube, die habe ich entweder abgekocht oder wir müssen mal gucken, vielleicht ist irgendwo ein Fehler im System. Ja, aber wieder gut gestartet im zweiten Lauf. Bin nur an der Gabel ein bisschen härter gegangen für den zweiten Lauf, aber nichts Wildes. Und ein paar gute Linien gehabt. Am Anfang war meine Pace okay, da war ich so auf, also relativ zügig auf Platz 4 und ein paar ganz gute Moves gemacht. Und wie gesagt, so nach so 10, 12 Minuten ist die Hinterradbremse weggegangen. Das war dann ein bisschen sketchy, bis ich mich daran gewöhnt hatte und trotzdem so die Linien so abgeändert hatte und getroffen habe, dass ich halt trotzdem eine halbwegs anständige Pace gefahren bin. Bisschen Glück gehabt, ich glaube Nagel. Also nachdem ich den überholt habe, als er hingefallen ist, ist er dann der Lukas hingefallen und dann ist der Nagel da reingefahren und das hat mir so ein bisschen geholfen, dass ich meinen Platz gehalten habe. Aber wie gesagt, alles in allem guter Tag, gutes Vorbereitungsrennen. Mein Bruder war hier, hat gefilmt, der hat auch den fast Larry Loopout Move am Ende gefilmt in der letzten Runde. Und naja, aber ein cooler Tag. Jetzt geht's nach Hause zu meinen Eltern. Und guter Tag fürs Team. Nico hat MX2 gewonnen und Liam war Zweiter und ich war jetzt Vierter insgesamt in der großen Klasse mit 2x4. Ja, gehe nächste Woche weiter. Cool.